Da ist sie, die Geisterschule. Was ist denn jetzt los? 12 Uhr. Geisterstunde. Ab dem 6. November ist das neue Arezou Comic Adventure in deiner Buchhandlung und überall online erhältlich. Übrigens auch in Österreich und der Schweiz. Boah, gemein! Hä? Was ist das? Was geht ab, ihr kleinen Fischfreunde? Heute gibt es wieder mal eine neue Folge hier von unserem Fish Feed and Grow Simulator. Und wir werden heute wieder in das Great Reef gehen. Und ich möchte mit euch gerne etwas gemeinsam besprechen. Es sieht nämlich so aus, dass es gar nicht mal so einfach ist, wie wir schon die ganze Zeit gedacht haben, die Fische hier zu killen. Ich habe nämlich in den damaligen Folgen immer gecheatet, okay? Ich habe mir immer diese Level-Ups geholt und dann immer ganz schnell gecheatet, bla bla bla. Und dann später alle getötet. Das Ding ist, wenn ich das immer mache, sorgt das tatsächlich dafür, dass ich ein paar Fische nicht freischalten kann, wie zum Beispiel den hier, ja, dieses Reptil hier oder beispielsweise die hier am Ende, die nach diesem Dunkelsteos kommen, und zwar der hier, der weiße Shark, der, keine Ahnung, was das hier ist, und natürlich nicht zu vergessen, der Megalodon. Und das Interessante ist, der weiße Shark, wenn man den freigeschaltet hat, der hat verschiedene Versionen, okay? Aber wir können die Version nicht spielen, weil wir den noch nicht freigeschaltet haben. Sprich also, wir werden jetzt erstmal heute versuchen, tatsächlich mit einer Taktik, die ganz besonders ist, einen Megalodon zu besiegen. Okay, das ist eine sehr interessante Geschichte und wir müssen jetzt, damit wir überhaupt anfangen können, den Megalodon zu besiegen, müssen wir Münzen sparen. Insgesamt brauchen wir, wo ist er? Wir brauchen einen Hammerhead. 60 Münzen gilt es tatsächlich zu holen mit einem B-Boss und ich erkläre euch, warum das auch so ist. Okay, also, das Ding ist, wir müssen das Geld sparen, damit wir uns einen Tiger-Shark bzw. einen Hammerhead holen können. Ich habe nämlich ein bisschen was durchgelesen, weshalb wir einen Hammerhead brauchen und was uns das bringt. Es gibt eine ganz leichte Art und Weise, ohne zu cheaten, ne, den weißen Hai zu besiegen. Oh, warte mal, können wir den schon besiegen? Warte. Genau. So, immer von hinten angreifen, ne? Und ihr seht beispielsweise, guck mal, ich greife jetzt diesen Typen hier die ganze Zeit an und mache ihm 3 Schaden, ne? Weil ich nämlich diesen Combo-Bonus hier ganz voll habe. Das ist eine coole Sache bei dem, der Bibus, den wir hier spielen. Und damit können wir nämlich die großen Fische ebenfalls sehr schnell essen, ne? Und deswegen, guck mal, seht ihr das, wie ich von hinten immer ihn angreife? Das gleiche werden wir circa auch machen bei dem Great White Shark, okay? Ihr seht, ich habe jetzt einen viel größeren Fisch vor mir, der mich ebenfalls angreift und habe ihn jetzt einfach auch gegessen, ne? Und das sorgt dafür, dass wir jetzt viel, viel schneller an Level rankommen. Warte mal. Das heißt, ich beiß hier das hier nochmal kurz ein bisschen auseinander und dann kann ich das hier gleich alles schnabulieren. 21 EP, 21 EP und ihr seht, oh mein Gott, das ist so viel. Oh, und schon Level Up, schon Level 3 geworden, ne? Nochmal 65 EP, nochmal Level Up. Oh, schon Level 5. Perfekt. Warte mal, den Fisch müssen wir hier nochmal kurz essen. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Stücke. Oh, warte mal, der will uns alles wegessen, dieser kleine Fisch, oder was? So, da gönnen wir uns jetzt. Und ich glaube, gleich werden wir auch Level 5. Perfekt, Level 5 geworden. Und damit haben wir jetzt schon mal fast 30 Münzen. Okay. Das, was ich gerade eben gemacht habe bei diesem einen Fisch, werden wir genauso bei dem großen weißen Hai machen, okay? Es ist eine schwierige Sache, aber es ist sozusagen der leichteste Weg und der schnellste Weg, einen zu töten, ohne zu cheaten. Guck mal, da sind jetzt nochmal andere, die kämpfen. Okay, ich versuche da mal... Okay, oh! Oh nein. Oh nein. Bitte lass mich in Ruhe! Oh nein! Okay. Aber immerhin haben wir noch die 34 Münzen. Ist nicht schlimm, okay? Also jetzt, das ist so das Prinzip gewesen. Ich wollte es allgemein schon mal ausprobieren, weil ich habe nämlich eine Aufnahme gehabt, wo ich tatsächlich den weißen Hai schon besiegt hatte, sogar mehrfach. Aber wenn man in dem Spiel cheatet, dann wird dir das verboten. Warte mal, kann ich mich dieser Gang hier anschließen? Gang, wollt ihr mit mir mal gehen? Guck mal hier. Gang. Kommt ihr mit? Hey, warte mal, wir können vielleicht noch die Gang hier mitnehmen. Warte mal. Gang. So. Geht die jetzt mit mir, wenn ich mich in die Gang reinbewege? Nee, die hören gar nicht auf mich. Schade. Ich würde voll gerne eine riesengroße Fischgang starten. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Das wäre dann einfach die, ja, die Fischgang einfach. Fischgang, ja. Wir sind die Fischgang. Das ist eine Schildkröte. Alter, was? Schildkröten habe ich noch nie gesehen. Oha. Kann ich die beißen? Nee, oder? Kann ich die Schildkröte essen? Ey, die Schildkröte hat doch bestimmt unendlich Leben, oder? Ich beiß die jetzt mal. Ich versuche die zu beißen. Oh mein Gott.
Ich beiß jetzt diese Schildkröte. Guck mal, seht ihr das? Das ist dieser Trick, den ich meinte. Wir können uns, wenn wir ein kleiner Fisch sind, können wir uns in die großen Tiere reinbacken. Und dann können wir die weiterhin so angreifen. Oh mein Gott, ich frage mich, ob ich so eine Schildkröte tot bekommen sollte. Oh, warte, schon. Oh, Alter, die schwimmt voll weit weg, die Schildkröte. Komm schon, bleib da, ich will eine Schildkröte spielen. Oh, die schwimmt richtig weit weg. Die schwimmt richtig weit weg. Oha, oha. Guck mal, wie weit die wegschwimmt. Und ich bin wieder hinten dran. Ich bin wieder in ihr drin. Okay. Okay, ich kann sie ein bisschen zurückziehen. Immer wenn ich zurücklaufe, die wird jetzt immer weiterhin durchdrehen. Aber ich kann die Schildkröte jetzt langsam und langsam, langsam essen. Wusstet ihr eigentlich, dass Schildkrötenfleisch eins der reichhaltigsten Fleisch... Oh mein Gott, wir haben sie gegessen. Das reichhaltigste Fleisch überhaupt ist... Oh mein Gott, das hat er nicht gemacht. Ich werde mich an den dran machen. Ich werde ihn aufessen. Ich kann jetzt hier ebenfalls wieder nach hinten drücken. Und hier mache ich jetzt dasselbe. Seht ihr das? Also der Typ dreht sich jetzt die ganze Zeit im Kreis. Ich schwimme die ganze Zeit zurück. Und jetzt mache ich sozusagen genau dasselbe wie gerade eben auch. Nur, dass ich jetzt nicht die Schildkröte esse, sondern den Typen. Und guck mal, jetzt ist er sogar schon stehen geblieben, weil er nämlich jetzt nicht mehr kann. Wir haben ihm jetzt schon genug Schaden gemacht. Oh Gott. Jetzt hoffe ich nur, dass kein anderer kommt, dass ich den hier alleine essen kann. Schon zerstückeln. Genau. Und schlucken, schlucken, schlucken. Komm, iss ihn, iss ihn, iss ihn. Oh ja, Baby. Oh, guck mal, was da für Riesenstücke Fleisch sind. Oh mein Gott. Diese Riesenstücke sind einfach so riesig. Oh, oh, komm schon, lass mich das essen. 10 XP, 65 XP, 65 XP. Wir sind schon Level 5 und wir haben 65. Perfekt. Okay. Dadurch haben wir jetzt schon mal ein ordentliches Level erreicht. Und das bedeutet für uns, dass wir jetzt in die nächste Runde gehen können. Wir können uns jetzt nämlich unseren nächsten Fisch selecten. Ne? Und das wird tatsächlich der Hammerhead sein. Der Hammerhead ist genau für diese Taktik, die wir gerade tun, einer der besten. Und deswegen werden wir ihn noch nehmen. Okay, hoffen wir mal, dass es gut funktionieren wird. So, das Problem ist beim Hammerhead, wenn wir jetzt gleich mit ihm spawnen, ja, er ist ein guter Fisch so zum Spielen und so zu machen. Aber ihr seht, es ist direkt der Megalodon vor uns. Den können wir noch nicht angreifen. Dafür brauchen wir den weißen Hai, um den Megalodon zu besiegen. Aber ich würde jetzt erstmal in eine ganz andere Richtung schwimmen und erstmal versuchen, mit dem Hammerhai so ein bisschen in so eine so ein bisschen mehr Level zu holen. Okay? Zum Beispiel so einen Fisch hier können wir essen. So, das ist kein Problem. So, der beißt ein bisschen langsamer zu, ist aber nicht schlimm, weil er nimmt nämlich immer die Beute und er... Oh, warte, schnell wieder weg hier. Oder? Nee, wir können weiter essen. Lass den hier noch essen. So, ihr seht, immer wenn er versucht wegzuschwimmen, können wir direkt den guten alten Kumpel hier gleich wieder aufessen, ne? So, einmal hier das Fleisch nochmal kurz zerbeißen. So, dann lässt sich das auch besser runterschlucken. Und dich nehme ich auch noch mit. Der schwimmt nicht mal weg, der Kleine, gell? Ich nehme den einfach mit. Einfach wie eine Chipstüte. So, wir müssen nämlich nur ein bisschen die ein paar weitere Level erreichen, ne? So, ein bisschen Experience hier nochmal mitnehmen. So, und da ist gleich nochmal einer. Oh, warte, das Fleisch müssen wir auch noch alles mitnehmen. Sind auch nochmal alles Experience. Oh, perfekto. Und dann nochmal so einer. Ey, die sind voll süß, diese goldenen Fische. Die sind so klein und nett und die sind so golden. Oh, okay. Wir müssen halt immer, wenn wir mit dem Hai hier spielen, immer rückwärts gehen und dann immer beißen. Und dann wird das schon. So. Oh, so, 19 XP. Alles hier schlucken. Und ich glaube, dann sind wir auch schon bald Level 3. Okay, guck mal, ob ich die schlucken kann einfach. Okay, warte mal. So, diese kleinen... Die dürften, glaube ich, alle ein bisschen was zu essen bieten, ne? So. Einmal die hier alle aufessen. So, 20 XP, damit wir hier Level 3 werden können. Das Komische ist, Fische essen sich immer gegenseitig, habe ich das Gefühl. Also zumindest schon in diesem Spiel so. Aber ich glaube, es könnte auch in der Natur so sein, dass Fische sich gegenseitig essen. Ja, tun sie. Oh, nein. Nein! Das war ein weißer Hai, Mann. Schaut ihn euch an. Das ist ein weißer Hai. Und es gilt, diesen zu töten. Mit derselben Taktik wie gerade eben. Es wird schwierig, aber es wird machbar sein. Ich versuch's jetzt einfach mal. Wir müssen als Hammerhead einfach nur einen weißen Hai targeten. Wir müssen nicht mal ein besonderes Level haben. Ne? Und ihm einfach nur in die Schwanzflosse jetzt die ganze Zeit beißen. Bis wir ihn besiegt haben. Ich hab Angst. Ich hab so Angst. Ich hab das noch nie gemacht. Da hinten ist er. Okay. Er ist gerade beschäftigt und ich würde mich gerne von hinten anschleichen. Ich
glaube, das sollte einer sein. Oh mein Gott. Wie jetzt? Der interessiert sich nicht für mich. Der hat mich mit zwei Bissen getötet. Das war kein Great White. Das war ein anderer Hai. Das war, glaube ich, ein Tiger Shark, der mich da gerade getötet hat. Mist. Okay, Leute. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber ich habe gerade einfach nur gelevelt. Ich habe Münzen gesammelt, okay? Um wieder dasselbe nochmal zu machen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass gerade ein riesiger Hai mich einfach so im Startergebiet angegriffen hat und ich mich jetzt in ihn reingebackt habe. Und ich werde ihn jetzt versuchen zu töten, okay? Also, ich bin jetzt gerade in diesem Riesenhai drinne. Ihr seht es, ich beiße jetzt einfach nur mit 6 Schaden die ganze Zeit diesen Riesenhai. Und ich weiß nicht, was das für ein Hai ist, okay? Wir sind nicht in Cheats drinne, sondern wir sind im Hai. Und wir haben uns im Hai reingebackt und greifen ihn jetzt die ganze Zeit an mit 6 Schaden. Die ganze Zeit 6 Schaden, 6 Schaden, 6 Schaden, 6 Schaden. Und ihr seht es, wir sind in ihm drinne. Das heißt also, er kann auch nicht vor uns weglaufen, wenn wir ihn die ganze Zeit weiterbeißen, ne? Wir fahren sozusagen Bus in ihm und wir haben eine riesige Blutwolke hier drin. Ich weiß nicht, wie viel Leben dieser Typ hat, aber wenn er uns einmal beißen sollte, dann haben wir verloren. Und ich werde jetzt einfach die ganze Zeit beißen, die ganze Zeit weiterbeißen, bis ich ihn besiegt habe. Er bewegt sich gar nicht mehr. Okay, da ist jetzt noch ein anderer Fisch. Ein anderer Fisch. Okay. Okay. Wir haben den anderen Fisch jetzt auch angegriffen. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben einfach. Ich beiße weiter. Oh mein Gott, ich habe ihn gebissen. Ich habe ihn aufgegessen, Mann. Ich habe den Riesenhai da gegessen. Einfach nur... mit diesem Kleinen hier. Alter, niemals, oder? Kann ich da was essen? Oh mein Gott, ich habe ihn einfach besiegt, Mann. Und das war gerade ein riesiger Hai. Ich glaube, ich habe gerade den riesigen Hai mit einem B-Boss besiegt. Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Ich zerstückel den einfach hier gerade. Diese Dinger nerven nur ein bisschen. Ich hoffe mal, dass ich ihn getötet habe und nicht dieser andere. Ich hoffe mal, ich gucke gleich mal in die Fischliste mit rein. Aber ich nehme auf jeden Fall jetzt erstmal die ganzen Münzen hier mit, die ich bekommen habe. Weil ich bin nämlich schon Level 5 geworden. Oh mein Gott. Ich muss hier nur diese Dinger hier... Ach, komm schon. Nein, der isst mir alles auf. Ich möchte dieses Fleisch hier haben. Oh mein Gott, ich bin Level up. Ich bin Level 7 jetzt einfach. Er hat mich einfach so getötet. Ich habe ihn immer noch nicht freigeschaltet. Ich habe ihn doch gerade eben getötet. Oder hat der andere ihn getötet? Ich weiß es nicht. Ich habe heute das Wort Hai schon so oft gesagt. Ich glaube, das da hinten ist ein weißer Hai. Okay, wir haben schon mal einen lokalisiert. Es ist ein weißer Hai. Er dürfte sich für mich nicht interessieren. Weil ich zu klein für ihn bin. Bitte sag mir nicht, dass der mich tötet. Alter, der interessiert sich volle Kanone für mich. Ich habe mein Bestes versucht, aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, ohne zu cheaten. Es ist so schwer. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich schaffe es nicht. Oh Mist. Okay, Leute, aber immerhin habe ich es geschafft, als ganz kleiner Fisch, ohne zu cheaten, einen weißen Hai zu töten. Aber ich habe diesen Dings nicht bekommen. Ich werde nochmal ein bisschen nachlesen, woran das liegen könnte. Ich hoffe trotzdem, dass die Folge euch gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.